Was? Hey, ho, zurück. Stopp. Genau, da bin ich wieder. Hallo und hold on, Max. Zurück. Come back here. Okay. You look a little stressed out. Was? Are you okay? I'm Was? Was habe ich? Ach Gott. Ja. Nochmal das Gleiche. I just got. So. Und raus mit uns. Ja. Das ist im Übrigen unsere dritte Folge von Life is Strange. Wir sind Rachel Caulfield oder nein, Maxine Caulfield oder so irgendwie. Und wir haben gerade einen Mord gesehen, haben dann die Zeit zurückgedreht und ihn verhindert. Dann haben wir ein paar Mal mit dem mehr vermissten Poster. Ich würde sagen, dass hier ist irgendwie Rachel Amber. Relevant. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Ja, sie ist verschwunden. Es liegt nahe, dass sie gestorben ist. So, wohin gehen wir jetzt? Kann man wieder reingehen? Ich will nicht da heraus sein. Oh, da ist die Miss Grant. Okay. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Oh, for sure. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, okay. Classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Da hat sie nicht ganz unrecht. Das ist verrückt, David Mattson. Das hätte mir schon helfen können. David Mattson doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Ja, Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Ja, von so alt ist Blackwell. Die amerikanischen Ureinwohner? Sie wissen eine Menge. Was? Welche amerikanischen Ureinwohner? Was sollen die in Blackwell? Die haben doch sicher keine Schule gehabt hier, oder? The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Aber ja, klar, unterschreiben. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ja, ja. Aber das war klar, dass wir das machen müssen. Das würde auch mir widersprechen. Ah. I better read. Auf dem Parkplatz, sehe ich auf dem Parkplatz, bin cool. Wirst schon sehen. Ah, bis gleich. Hoffentlich. Okay, wir sollen das. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Okay, wir brauchen USB-Stick. Okay, da können wir die Sachen anschauen. Ah, Direktor und David. Wow, der Wachmann ist das größte Arschloch hier. Was soll das heißen? Ja, es ist der Herr Turi. Das ist gemein, wenn ich sowas sagen würde. Das sage ich aber jetzt trotzdem. Er tut so, als habe jeder ein Verbrechen begangen oder stehe kurz davor, eins zu begehen. Das könnte der Herr Turi sein. Er hat mich heute im Flur ausgefragt und ich dachte, er verhaftet mich. Ich weiß nicht viel über ihn. Aber ich habe gehört, er wurde aus der Armee geworfen oder so. Natürlich wird er als Sicherheitschef an der Blackwell Academy
Fonds angestellt. Man soll sich doch sicher auf dem Campus fühlen, oder etwa nicht. Dieser Idiot stolziert überall mit seiner Marke und Knarre herum. Also wollte er den Elektroschocker zücken. Er würde aber ein gutes Porträt für Autorität liefern. Wer heiratet so einen Typen? Seine Familie, tut mir leid. Ist er denn verheiratet? Muss sein. Als lieber man einer Kaserne Grusel noch einer, dem ich aus dem Weg gehen sollte in Blackwell. Was, 12 Seiten mittlerweile? 9 war die letzte, oder? Ja, zuerst schauen wir uns den Direktor noch an. Ich weiß nicht, was Direktor Wells Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stottere wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen. Also weiß ich, dass er ein Problem mit mir hat. Ah. Das war eh gut, dass wir ihm nichts erzählt haben. Ich schien etwas gestresst, aber das wäre ich auch, wenn ich Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol, aber es könnte auch sein Eau de Cologne gewesen sein. Oder bei meinem ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil einer besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hofft, ich werde mal ein großartiger und erwidere Blackwell den Gefallen, das war bla 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 bla. Egal. Ja. Ich würde mal sagen, super gestresst und eigentlich. Und eigentlich. Unterqualifiziert für den Job. Ich muss Warrens USB-Stick aus meinem Zimmer holen. Na gut. Ah, wir haben ein Foto von einem Schmetterling. Ich fühlte mich so beschissen, ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen. Nach diesem Albtraum im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen und bla 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 bla. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Höchst merkwürdig, als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt um mich und Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder in meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden. Bla 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 bla. Ja. Wir waren dabei. Nächste Seite. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen von Nathan retten könnte. Kein Plan, wie. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo. Und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den alten Feueralarm aus und verscheuchte sie beide. Sieg. Bis ich vom Sicherheitschef David Madsen, der sich für Chuck Norris, Blackwell Ranger, hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Tja, so sind sie, die Schüler. Sie glauben immer, dass es nur um sie geht. In Wirklichkeit wollte nur wissen, wer den Alarm gelöst hat, weil von dem anderen kann er ja natürlich nichts wissen. Wieso sollte er auch? Wieso gibt sie dem den Vorwurf? Wollte Direktor Wells informieren, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte, wollte aber das Mädchen oder meine Fähigkeit nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Wie sollte ich ihm das erzählen, ohne irre zu klingen? Er fragte, was ich am Fluss zu suchen hätte. Ich bin immer noch froh, dass ich ihm nicht sagen musste, dass Blackwells allergrößter Wichtigtour in der vorherigen Zeitschiene ein Mädchen umgebracht hat. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Naja, es ginge schon noch besser, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Na gut, da liegt jemand. Was sind
das Menschen? Ah, Stella. Die haben mich in der Klasse geschnitten. Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Mhm. Okay, dann versuchen wir mal mit ihr zu sprechen. Hallo? Könnt ihr bitte mit Stella sprechen? Ah. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Er ist wunderbar, ich denke auch, ich weiß noch nicht. Ich denke auch natürlich. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Ooh. Jetzt du es sagst, auf keinen Fall, Victoria. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Okay, die vermisst ist. Also mit diesem Fotografen zusammen. Ich mag den Fotografen eh nicht sonderlich. Ich bin ein viel coolerer Lehrer als der. Du kanntest Rachel? So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. War doch gut, dass wir mit ihr gesprochen haben. Was? Das war's. Jetzt ist das Gespräch zu Ende. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Können wir bitte nochmal weitersprechen? I'd like to study this photo, if you don't mind. Was ist das? Kann ich mit der reden? Nein, ich kann nur auf sie draufsteigen. Ach, warte mal, wenn wir auf Shift drücken, können wir laufen sogar. Vielleicht sind wir dann doch schneller. Ah, Daniel. Das ist der Nette. Oder? Okay, der What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. Kommen wir noch mehr in die Nerd-Ecke, aber voll. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Okay. Was ist hier passiert? So, what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Good, good. Na super. Sollten wir nicht einen USB-Stick bringen? Best portrait ever. Okay, diese Tat wird Konsequenzen haben. Das will ich doch hoffen.
sind die Skater. Schaust du? There's Justin and his skater posse. They're so cute doing their tricks. Ist ja klar. Auf die steht man sich. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Können wir skaten? Nein, wir können sicher nicht skaten. Thrash? You mean stage diving or? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Okay, was könnten wir zurückführen? Yo, Justin. Check out the mat. I came to nose slide, but I'd love to see somebody do a tray flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Aw, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Okay, take me on a tree flip. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Oh, ow. Ouch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir können ein Foto davon machen. Ich finde das super. Zuerst lassen wir ihn sich blamieren und dann fotografieren wir es auch noch. Wir sind böse. Yes. Mag ich. Komm schon, Trevor. Alles wird wieder gut. Skater sind doof. Keiner mag Skater. Oder? Ja. Ah, nein, nein, nein. Ah. Yo, Justin. Check out the mat. I came to nose slide. But I'd love to. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Aw, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Na, dann zeig uns mal den Nose Slide. I'd love to see a Nose Slide. Let's get Trevor all over that action. Ja, den Nose Slide kann er. Das ist ja so viel. Hat er jetzt gerade die Dings verändert? Nightcrawler Academy. Raum? Echt jetzt? Können wir ihn umarmen? Wir können uns hinsetzen. Wollten wir nicht den USB-Stick bringen? So bizarro to be back here after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. Mhm. And who can I confide in besides my journal and my camera? Ja, 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 ja. Man, these are supposed to be the best years of my life. Sind sie nicht. Erwachsen sein ist ganz gut. Ja, ja, okay, danke. Das halte ich nicht länger aus. Ah, nein, nein! Ah, verdammt. Vielleicht die Maustaste ist schlecht. Was ist das? Ein Eichhörnchen? Dazu. Kann man das füttern? Nein. Eichhörnchen bewegt sich nicht einmal weg. Ah, Brooke. Die habe ich schon mal gesehen. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone?
Nein. Ist es egal? Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Okay. Hi, Brooke. Let me guess. Yeah. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy. Okay. Brooke actually has a drone? Yeah, actually. Hast du keine Ahnung, was eine Drohne ist? Und du hast es auch nicht erfahren in dem Gespräch, was ich auch lustig finde. Hayden. Haben wir den auch schon gesehen drinnen? Ich glaube fast. Können wir ihn noch ansprechen auch? Was ist das? There's Hayden in his Vortex Club Harem. He sure is living the dream. Hey Hayden. Mhm. There she is! The Retro Selfie Master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with a Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. So viele Gedanken hat sich darüber nicht gemacht. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. I'm more confused than before. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. That it is, Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. So, haben wir jetzt mit allen geredet, die da rumhängen? Da sind noch Plakate. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Dump.
best slice in Arcade Bay. Okay, go. Was auch immer. Okay, ich würde mal sagen, es ist irgendeine Sportveranstaltung. Na gut, schauen wir mal. They sure get a lot of mileage out of otter power. Okay. Ich liebe das. Amerikanische Schulen haben alle irgendwie so eine Art Dingsystem. So nach dem Motto Otter power? I'm so not there. Vielleicht ist es auch die Schwimmhalle, wo wir hier gerade sind. And this is where the otters perform their aquatic magic. Ja, ich würde sagen, das ist die Schwimmhalle. Kann man das irgendwie bestätigen, dass das die Schwimmhalle? Ah, nein, ich will nicht zurückgehen. Naja, Swimmingpool. Gut, will ich in den Swimmingpool? Nein, eigentlich nicht. Ah, da gibt's Dings. Athletic Field, Main Building. Dormitories, da will ich hin. Parking. Ah, da müssen wir nachher zum Dings. Dormitories. I need to go there and grab Warren's flash drive. Okay, na dann. Hm, das ist ein guter Zeitpunkt, um... Come on, Logan, bring it, bro. Wieder Schluss zu machen. Das schauen wir uns jetzt noch an. Yeah. Dann mache ich Schluss und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Yay, Typen, die sich irgendwelche komischen Eier zuwerfen. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Ob wir aus dieser Schule irgendwann mal rausgehen? Wahrscheinlich nicht in der Episode 1. Okay. Wie schon gesagt, Herren, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.